Heute stelle ich euch mal diese schöne Fliegerbrille oder auch Motorradbrille vor. Warum habe ich mir diese bestellt? Ja, ganz einfach. Ich habe das Ganze nicht für mein Motorrad genutzt, sondern für mein E-Bike. Ich fahre mit meinem selbstgebauten E-Bike. Also falls das Video noch jemand interessiert, wie ich mein Fahrrad in ein E-Bike umbaue, verlinke ich euch hier oben rechts im Bild und unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall habe ich mir diese Brille für genau das gekauft, nämlich fahre ich natürlich mit diesem E-Bike etwas schneller wie mit einem normalen Fahrrad und immer wieder habe ich das Problem, dass bei mir so kleine Fliegen ins Auge reinfliegen oder auch andere größere Insekten und das ist natürlich nicht angenehm, wenn man natürlich dann wieder den ganzen Abend versucht, sein Auge von diesen Insekten zu befreien. Die Brille kommt in einer schönen Schutztasche, also man kann sie auch schön verstauen, wenn man sie mal länger nicht braucht, überhaupt kein Thema. Die Gläser sind auch sehr durchsichtig, also man sieht eigentlich eins zu eins das, was man sonst auch sehen würde, nur dass man eben angenehm geschützt ist. Natürlich bei Sonnenschein reicht auch eine ganz normale Sonnenbrille, aber ich fahre natürlich öfters im Jahr und nicht nur bei Sonnenschein, da ist natürlich so eine Brille hier perfekt geeignet. Vor allem auch, wenn es mal beginnt zu regnen, denn jeder kennt es, man sieht fast nichts mehr und kann fast nicht mehr geradeaus schauen, weil die Regentropfen entweder komplett ins Auge reingehen oder es einfach im Gesicht schmerzt. Also, diese Brille ist für diesen Einsatz perfekt geeignet. Wenn ihr diese Brille kauft, bekommt ihr eine Brille mit einem Sicherheitsglas nach DIN EN 166. Und vor allem sind auch die Brillenränder gepolstert, also es drückt euch nicht unangenehm in die Augenhöhlen rein oder sonstiges und die Gläser sind auch durchsichtig. Es gibt auch noch andere Varianten mit getönten Gläsern, also wie eine Sonnenbrille, wenn man will, je nachdem. Und natürlich dieser Rand hier rundherum, der ist bei mir jetzt in Chrome-Applikation gestaltet. Gibt es auch in matt, schwarz oder auch glänzend. Aber ich kann euch sagen, dieses Chrome-Design ist bei Sonnenschein gar nicht so angenehm, denn es reflektiert das Sonnenlicht und es blendet dann ganz leicht in den Augenwinkeln zurück und man ist dann ein wenig gestört. Also wenn einem das egal ist, kann man dieses nehmen. Ansonsten würde ich halt die durchsichtigen Gläser mit dem schwarz-matten Rand nehmen und dann habt ihr auch lange Freude damit. Die Brille an sich ist eigentlich ziemlich robust, wenn man sie jetzt nicht gerade mit dem Auto drüber fährt oder sonstiges oder 100 Mal fallen lässt. Wenn man ein bisschen Sorge trägt, dann hält die Brille auch wirklich lange genug. Und noch ein ganz wichtiger Fakt, die Brille ist auch beschlagfrei. Also sie läuft euch nicht an während dem Tragen, sodass ihr nichts mehr sehen könnt, wie es bei herkömmlichen Standard-Billigbrillen oder sonstigen der Fall ist. Also ja, hier habt ihr wirklich eine hervorragende Brille. Ja, man kann natürlich dieses Band einstellen in die Größe, die man möchte oder braucht. Und ich habe es jetzt mal so aufgesetzt. Die Brille fühlt sich angenehm an, lässt sich gut tragen. Natürlich optisch ein echter Hingucker. Da schaut dich natürlich dann jeder an. Mir ist einfach wichtig, dass sie schön abdichtet und beschlagfrei ist, was sie natürlich ist und macht. Dann fliegt mir natürlich jetzt keine Fliege mehr ins Auge und auch bei Wind und Wetter ist man sehr gut geschützt. Hier mal die seitliche Ansicht und auch von unten und so. Ja, man sollte es halt vielleicht nicht zu extrem zum Gesicht hin spannen, dann ist es auch eine langfristige angenehme Sache. Dieser Knubbel hier seitlich, das könnte etwas stören, wenn man einen Helm anhat. Deshalb würde ich empfehlen, bei einem Helm die Brille außerhalb zu tragen. Also erst anziehen, wenn man den Helm angezogen hat, dass das Band außerhalb vom Helm sitzt und nicht unterm Helm. Dann stört auch nichts. Ja, der Polster hier ist auch angenehm. Einzige Manko, was ich sehe, ist, man kann ihn halt nicht waschen, aber was soll's, ne? Dafür kostet die Brille auch nicht viel. Ich bin begeistert und ich werde das Ganze jetzt mal vor Ort am Fahrrad testen. So, perfekt. Los geht's. Endlich keine Fliegen mehr im Gesicht und Regen ist auch egal. Mit dieser Brille ist mir alles egal.
Also wenn ihr sehen wollt, wie ich mein Fahrrad hier zum E-Bike umbaue mit dem Amazon E-Bike Kit, was ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, dann könnt ihr gerne hier oben rechts im Bild auf den Link klicken und natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn euch das alles gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, bei Fragen ab damit in die Kommentarbox und wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Video von mir wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.